Danke. Also wir sind sehr froh, dass diese Ausbildung hier gelungen ist. Und der Titel ist eben, wie du schon gesagt hast, die Wiederverzauberung der Welt. Wir haben das tatsächlich nötig, weil also wir in Zeiten des Unglücks leben, wo wir ständig mit Krieg und Inflation und Fürchterlichkeiten und Tod konfrontiert sind, und wir wollten einfach positive Zeiten setzen und damit positive Zeiten heraufbeschwören. Und es war eine wunderschöne Zusammenarbeit mit der Christiane, und ich freue mich total darüber. Und vielleicht möchtest du jetzt fortsetzen mit ein paar Worten zu den Künstlerinnen und Künstlern. Wir werden uns abwechseln, du willst euch nicht zu sagen. Okay, dann ich fange vielleicht das zentrale Bild in dem Raum, das man auch von draußen sieht, das uns in die Weite führt, ist die Arbeit von Abbe Lipanski, der heute leider nicht kommen konnte. Das ist die Arbeit Venus, die totale Kopie, oder er schreibt auf seine Arbeit Borders in the Head, Grenzen im Kopf. Das ist ein Foto einer Installation, Köpfe von Venus in die Landschaft setzt, die dann eigentlich so ins Unendliche führen sollen. Er selbst ist als Unterzeichneter Charta 77, musste er aus Tschechoslowakei flüchten und nach Österreich, kam so nach Österreich und verarbeitet eigentlich die Benesch-Dekrete in dieser Arbeit. Und auf diesen Köpfen ist der Text von den Benesch-Dekreten geschrieben. Und das ist eine sehr gewichtige Arbeit und auch politisch konnotiert. Und wir haben hier ein Gegengewicht gesetzt, nämlich mit einer Arbeit von der Christiane Spatt, die auch als Künstlerin hier vertreten ist. Ihr könnt euch dorthin wenden und seht die Elfe. Und die Elfe gibt uns eine Leichtigkeit und eine Verzauberung aller wirklich möglichen Ebenen, damit wir wieder Luft holen können. Und der Titel dieser Arbeit ist Viola. Und die Viola, die Elfe, die wacht über uns. Und es ist nicht nur diese Arbeit, die hier von der Christiane so wunderschön in einem kleinen Format, aber in einer Leichtigkeit uns wieder in die Lüfte erhebt, sondern hier haben wir auch noch die Serie Limbo von der Christiane. Die können wir hier sehen, und sie beschäftigt sich mit Natur und Identitäten und den Träumen eigentlich nach einer heilen Welt oder nach Märchen und Sagen. Aber es verweist natürlich auch hier alles auf eine Situation, die momentan noch nicht perfekt ist. Wird dann weiter zur Arbeit von der Eva Kaya, die heißt Sand und Wasser, die für mich so verschiedene Ebenen zeigt, eben genau diese Ebene, ein bisschen der Idylle, aber auch die andere Seite, man weiß nicht genau, man hat verschiedene Assoziationen mit dieser jungen Frau im Wasser und changiert eben so zwischen dem Wunsch nach der Idylle, aber eigentlich schon auch die Schwere, die dahinter liegt, und auch die Themen, die uns in den letzten Jahren beschäftigen. Und ja. Ja. Also ich finde diese Arbeiten auch positiv. Also das ist eine Qualität, die hier auch vorhanden ist. Also das gibt uns auch eine Zuversicht. Und da möchte ich zu den Arbeiten von Gerhard Aber kommen, der uns auch eine Perspektive bietet. Er beschäftigt sich mit dem Lockruf der Asymmetrie, und seit vielen Jahren fotografiert er auch Frauen mit Amputationen und setzt sie in Szene, aber in einer sehr schönen und würdevollen Art, und gibt ihnen eben auch die Würde eigentlich zurück. Und das ist eine ganz wichtige Arbeit, das als künstlerisches Mittel zu verwenden. Und in unserer Gesellschaft wird vieles als Behinderung gesehen,
Und er tut es nicht. Er sieht es eigentlich sehr anders und als eine Bereicherung unserer Gesellschaft, wenn wir imstande sind, uns den Zwängen zu entschließen und eigentlich sehen können, dass wir mit einer Andersartigkeit auch gut umgehen können und dass das dann okay sein kann. Kann man sagen, ja. Vielleicht könnt ihr uns jetzt folgen. Wir wollen in den nächsten Raum gehen, weil wir da die nächsten Arbeiten sehen. Setzen wir fort mit der Arbeit von Karin Maria Pfeiffer. Wo ist Karin Maria Pfeiffer? Wir wollen sie gerne auch vorstellen. Karin, bitte komm zu deiner Arbeit. Arbeit Passes by, eine ganz aktuelle Arbeit, die mit vertrauten Dingen, also Arbeit mit vertrauten Dingen, die wir alle kennen, also Luster, die Tapete, Bilder an der Wand, die aber mit Irritationen versetzt sind, sozusagen. Also die Bilder, die verschwommen sind, in Bewegung, mit keinen Blick fixieren, die Tapeten sind gezeichnet, der Luster flackert und mich hat auch dieses zerbrochene Glas irritiert, weil ich war mir zuerst einmal sicher, ob das so gehört. Also es zeigt so ein bisschen auch die Unsicherheit für mich, wie verlässlich ist eigentlich unsere Realität. So, ja. Jetzt können wir gegenüber schauen. Da ist also eine Serie von Armin Barell. Armin, zeigst du uns bitte auch deine physische Anwesenheit, weil das ist sehr interessant und schön von diesen Selbstporträts. Ja. Seht ihr einen wandlungsfähigen Menschen, der also auch alle möglichen Rollen spielen kann. Ich möchte ihn jetzt ganz kurz zitieren, weil ich glaube, es war ihm sehr wichtig. Er spielt ja auch den Abenteurer und den amorösen Helden und Intellektuellen, einen Zerstreuten und vieles mehr. Und wie wir sehen können, ist seine Mimik voller Ausdruckskraft. Eine Formulierung von ihm ist hübsch zu sagen, Berückende berücken, entzücken den entrückten Selbstdarsteller, der weniger sich selbst als alles andere bloß zur Schau stellt. Ungeachtet dessen, ob er sich selbst gefällt, wird die Fotosession zur Obsession und Offenbarung mit offenem Ausgang. Das bezaubernde Modell erliegt seinem eigenen Zauber wieder Magie der Maskierung. Also, das ist unser Anliegen. Wir gehen dann weiter hinaus in den nächsten Raum. Weiter geht's mit den Arbeiten von Ona B. Diamonds of Iceland und Nordwind, die in Island entstanden sind. Für mich ist es das Herz der Ausstellung. Ona, weil es eigentlich auch so ein bisschen der Ursprung des ganzen Themas war und so diese Ambivalenz auch gut spiegelt, weil es sind faszinierende Bilder, mythische Bilder, wo aber auch im Hintergrund zeigt es auch ein bisschen die Zerstörung, also die Umweltzerstörung, weil auch da drüben dieser blaue Eisblock ist da, weil einfach die Eisberge schmelzen und sich Eis brochen müssen von den Bergen. Ja, schön sind auch also diese Naturgewalt, für mich der Wind, den Ona B. sichtbar macht in einem Schleier, in diesem leichten Material und Bewegung. Also der Wind bekommt eigentlich eine Form in ihren Hüllen, in ihren Tüchern. Ja, über die Sabine Droschow sprechen, die wir hier sehen können mit ihren Arbeiten. Das ist aus dem also der Zyklus Self-Awareness. Und hier vollführt sie eigentlich die Dinge, die sie also früher in ihren Filmen bearbeitet hat, jetzt in fotografischen Arbeiten. Und es geht hier um ausgeprägtes Selbstbewusstsein
und eben Körperbewusstsein und Körpergefühl. Und hier neu, erstmals gemacht, an der Wand auch kleine Objekte, die dazugehören. Und die sind sehr bezaubernd und ganz ja, so, also mit einer gewissen Leichtigkeit. Und das muss man sich genau anschauen, weil die sind ziemlich zart gemacht und haben auch eine sehr starke Bedeutung. Ich würde euch bitten, nachher einzeln in diese kleine Kammer hineinzugehen, weil hier geht es im kleinen Raum um zwei Arbeiten, und zwar von Maria Hadl und Karin Mack. Vielleicht möchtest du? Genau, es ist wirklich... Also links sind dann die Arbeiten von Karin Mack übereinander, fast monumental, finde ich sie hier, sehr schön präsentiert. Karin, ich lese deinen Text vor, weil ich habe das Gefühl, das ist dir wichtig, weil Karin schreibt zu ihren Arbeiten, denken von außen nach innen. Und das Außen kann nicht groß genug sein. Der Kosmos, das Universum, die Schöpfung. Namen gibt es viele, um dem Denken Halt zu bieten. Was die Welt in den letzten 150 Jahren zu Gesicht bekommen hat, ist dem Einzelnen zu groß, zu viel, zu schrecklich. Wer will sich nicht daraus erretten wollen? Wie? Womit? Mit Fantasie, mit Hilfe der Kunst, mit ganz anderen Bildern, die Licht in das Innere holen, die aufatmen lassen und das Staunen neu beleben. Alles ist in allem enthalten. Das ist zur Serie Kosmos von Karin Mack. Sehr schön. Und gleich gegenüber in diesem Raum sehen wir dann eine Installation, die vor Ort geschaffen worden ist von der Maria Hadl. Und sie versteht das Zeichnen auch als ganz körperlichen Prozess. Und in diesem Raum hat sie also verspannte organische Bänder durch präzise Bewegungen irgendwie als eine ganze Anordnung uns hier installativ manifestiert. Und das ist eine zarte Geschichte und gleichzeitig hat sie eine große Strenge. Und bitte schaut euch das da drinnen an. Der Titel ist, dieses Fadengespinstes, das vor Ort entstanden ist, ist Fiend, soziale Grafik, und es hängt neben dem Fenster links auch ein kleines Foto, das die Künstlerin bei der Arbeit zeigt, vor so einem Gespinst. Der Raum ist etwas klein und geht halt nacheinander rein. Wir gehen jetzt hinaus, weil da gibt es noch zwei sehr schöne Arbeiten zu besprechen. Die Künstlerin Ilse Hadl und ihre Bilder. Die sind stark. Das war jetzt gerade bei dem anderen. Ja. System verknüpfen uns eigentlich. Richtig. Das ist so ein System. Das sind die glücklichen Gespinster von Ilse Klahn. Ich finde das sehr schön und die arbeiten sowieso. Da geht es um Systeme. Autonome Systeme, wie jetzt kleine Tierchen spinnen, sich ihre Welt spinnen und eigene Regeln, eigene Systeme erschaffen. Die haben auch kein Oben und kein Unten, setzen sich fort und erschaffen so eigentlich eine neue Welt. Netzwerk, ja. Oder bin ich Sula Zimmerberger, bitte, als Person? Sula, hier stehen wir vor deiner sehr, sehr poetischen Arbeit. Ich finde, dass sie eben dem Thema gemäß wirklich auch diese ganzen positiven Aspekte bringt, die wir eigentlich zeigen wollen. Und trotzdem ist die Arbeit auch melancholisch. Und das ist eigentlich eine Grundstimmung, die wir alle etwas haben. Aber es ist in der Arbeit auch ein positiver Ausblick drinnen, und darüber freue ich mich sehr. Und dass sie eben hier steht, diese Installation, wenn wir heraufkommen und man ziemlich am Anfang gleich darauf blickt, tut einfach gut. Und danke dir.